Ein Lob auf das Loben von Maike Winnemuth. Ach, es ist so verdammt einfach, die Welt blöd zu finden. Die Bahn hat schon wieder Verspätung, der Kaffee ist absurd teuer. Und was hat der Typ bloß für ein unmögliches Hemd an? Es gibt nicht wenige Leute, die sich glücklich jeden Tag versauen, indem sie diese schmaläugigen Blicke auf ihre Umwelt werfen, auf der Lauer nach Dingen, die sie ärgern könnten. Das Wetter, das plärrende Kind, nervig. Wir leben in einer Kritikgesellschaft. Bereits in der Schule geht es darum, Fehler anzustreichen. Nicht das Gelingen wird belohnt, sondern das Scheitern bestraft. Läuft was gut, scheint das nicht der Rede wert oder wie der Psychiater Fritz Simon sagt, nicht geschimpft ist gelobt genug. Dass es auch anders geht, habe ich gelernt, als ich für ein paar Monate nach Brooklyn zog. Die New Yorker sind Meister der Komplimente, im Vorübergehen. Great pedicure, honey, sagt eine Frau beim Blick auf meine Füße. Und ist schon um die nächste Ecke verschwunden. Excellent choice, meint der Buchhändler, wenn ich ihm meinen neuen Ian McEwan auf den Kassentisch lege. Dieses dauernde Loben war für mich zuerst ein Schock. Die klassisch deutsche Reaktion, ein misstrauisches, was wollen die von mir? Antwort, gar nichts. Die sagen nur, was ihnen gefällt. Und das macht allen gute Laune. Die, denen was Schönes auffällt, freuen sich. Die, denen es gesagt wird, noch viel mehr. Seit Brooklyn habe ich mir angewöhnt, alles Schöne und Gelungene zu loben. Dafür gibt es täglich 100 Gelegenheiten. Einer Supermarktkassiererin sage ich, unglaublich, wie schnell sie sind. Einer Frau im Café, was für tolle Schuhe sie trägt. Einem Mann im Vorgarten, wie schön seine Rosen sind. Viele reagieren verunsichert, einige fühlen sich fast belästigt. Aber die Mehrheit freut sich einfach, so wie ich. Denn erst mit freundlichem Blick auf die Welt stellt man fest, wie großartig sie ist. Wie viel täglich klappt, wie schön das Leben in all seinen Kleinigkeiten ist. Das bedeutet nicht, dass ich ständig mit seligen Lächeln durch die Straßen hüpfe. Bitte, ich bin Norddeutsche, wir hüpfen aus Prinzip nicht. Aber das genaue Hinschauen und das tollkühne Ansprechen, wenn man sich über etwas freut, sorgt für ein flauschiges Gefühl der Zufriedenheit, das sonst auf legalem Weg nur schwer zu erreichen ist. Müssen Sie mal probieren. Wer jetzt miträtseln will, hat am Ende der Woche gute Chancen, unsere adventliche Überraschung zu gewinnen. Sammle einfach die richtigen Rätselantworten dieser Woche und sende sie am Sonnabend an info@st-jürgen.de. Unbestritten ist die Adventszeit keine gute Zeit, um abnehmen zu wollen. Manches schmeckt einfach nur jetzt so richtig gut. Naschkatzen und Fans der Adventszeit aufgepasst und mitgemacht. Der 3. Dezember liefert euch einen weiteren Grund zum ausgiebigen Feiern. Zumindest, wenn es nach dem Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt geht. Der hat nämlich dieses Datum 2017 zum bundesweiten Tag der Dominosteine erklärt. 1936 wurde er vom Dresdner Schokolatier Herbert Wendler erfunden. Die Schichtpraline sollte breite Käuferschichten ansprechen, da sie billiger war als die übrigen Produkte seiner Pralinenmanufaktur.
Populär wurde der Dominostein als Notpraline während des Zweiten Weltkrieges, als die Lebensmittel knapp waren. Ein einfacher, mit Schokolade überzogener Dominostein besteht in der Regel aus mehreren Schichten von A, dunklem Biskuit, Zuckerde und Marzipan, oder B, Keks, Marmelade und Marzipan, oder vielleicht doch C, braunem Lebkuchen, Fruchtgelee und Marzipan. Einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder.